Einen wunderschönen guten Tag da draußen an alle begeisterte Formel 1 Fans und willkommen zur Analyse der Testfahrten für die Formel 1 Saison 2018, die dieses Jahr in Barcelona in Spanien waren. Bisschen spät von mir, aber besser spät als nie, denn viele von euch haben mich gefragt, ob ich so etwas machen könnte und das hatte ich eigentlich schon vor längerer Zeit eigentlich vor. Jetzt kam ich wirklich dazu und ich möchte das Ganze euch ein bisschen näher bringen, worauf es jetzt ankommt für die Formel 1 Saison 2018 und wer eventuell ganz vorne steht in diesen guten 25 Minuten. Gameplay wird sein, Last-to-First-Rennen mit dem amtierenden Weltmeister Lewis Hamilton in Spanien hier in Barcelona. Wie habe ich das Ganze so ein bisschen eingeteilt? Ich möchte eigentlich wirklich nur wirklich den Kern mit euch besprechen. Also was ist wirklich bei den Testtagen passiert? Das Wichtigste eigentlich wirklich kurz zusammengefasst, weil wenn ich hier wirklich auf jeden einzelnen Testtag eingehen müsste, dann wäre es ein bisschen lang, weil auch nicht jeder Testtag war interessant für uns Zuschauer. Deswegen kurz knapp auf den Punkt gebracht. Deswegen, wir schauen uns zum Beispiel an, wer hat die schnellste Zeit gesetzt in Barcelona innerhalb dieser zwei Wochen? Wer war auf den Long Runs wirklich schnell? Wer hat die meisten Kilometer abgespult? Und so weiter und so fort. Aber das Wichtigste natürlich bei so einem Test, beziehungsweise bei jedem Rennwochenende, ist natürlich das Wetter. Wie waren die Wetterbedingungen in Woche 1 und auch in Woche 2? Woche 1 war eigentlich für die Teams eigentlich zu vergessen. Es war sehr, sehr winterlich, also sehr, sehr kalt. Es lag teilweise sogar Schnee. Also der Mittwoch war ja komplett zum Vergessen. Da ist zum Beispiel nur Fernando Alonso eine Zeit gefahren. Den Rest, ja, kann man sich eigentlich schenken. Also das war zum Beispiel für die Teams und für die Fahrer ein Testtag zum Vergessen in der ersten Woche. Ansonsten kletterten die Temperaturen nicht wirklich in den zweistelligen Plusbereich, weswegen man die erste Testwoche so ein bisschen unter dem Tisch fallen lassen kann. Das bedeutet zum Beispiel auch für die Teams und für die Fahrer, in der zweiten Woche musste man das Programm umstellen. Es fiel mehr der Fokus auf diese zweite Woche. Das bedeutet, man musste das, was man eigentlich in Testwoche 1 machen wollte, irgendwo unterbringen in Testwoche 2. Und das mussten die Teams machen. Ist natürlich auch so eine Sache, man muss da jetzt ordentlich Gas geben und das haben auch die Teams trotzdem noch gemacht. Denn wir fangen einfach mal an mit dem abgespulten Kilometer der einzelnen Fahrer. Der fleißigste Fahrer war Sebastian Vettel mit guten 3000 Kilometern. Das sind fast 10 Renndistanzen. Der zweite war dann Bottas mit knapp 2700, Hamilton dann mit 2100. Dann waren sie beiden, ne, da war es der Toro Rosso-Fahrer Pierre Gasly. Toro Rosso hat ja auch ordentlich Kilometer abgespult mit dem neuen Honda-Motor, 2100 Kilometer. Und dann auf Position 5 der Renault-Fahrer Carlos Sainz mit knappen 2000 Kilometern. Also die Top-Teams Ferrari und Mercedes haben insgesamt auch viele Kilometer abgespult. Wenn wir uns mal ganz kurz die Teams uns anschauen. Mercedes mit 4800 Kilometer. Das sind fast, muss ich kurz überrechnen, wie viele Renndistanzen das sind. 300, 15, 16 Renndistanzen. Also Hut ab. Ferrari dahinter mit 4300. Raikkonen hatte da ein paar technische Probleme, immer wenn er dran war. Dann Renault mit 4100, also die ersten drei Positionen sind alles Werkteams. Wundert mich nicht, die entwickeln ja auch die Motoren. Auf Platz 4 dann Toro Rosso mit 3800. Wundert mich auch nicht so wirklich, warum auf Platz 4 Toro Rosso ist. Klar, Honda, das ist das einzige Honda-Kundenteam. Und man merkt schon, die ersten vier Teams sind alles Teams, die auch die Motoren entwickeln müssen. Deswegen spulen die auch am meisten ab. Weil die Motorenentwicklung geht natürlich auch in Saison 2018 weiter. Platz 5 dann Williams auch mit 3800. Sauber mit 3600. Voss India 3300. Haas relativ wenig abgespult. 3200. Genauso wie auch Red Bull Racing mit auch nur 3200 Kilometern. Und ganz zum Schluss mal wieder das große Sorgenkind. McLaren Renault mit 2700. Also wie gesagt, McLaren hat den Motorenpartner gewechselt, aber trotzdem weiterhin Zuverlässigkeitsprobleme.
Was sagt uns das auf die Zuverlässigkeit aus? Viele Teams haben viele Kilometer abgespult. Die Zuverlässigkeit wird auch für 2018 wieder ein Thema sein, denn es sind nicht nur noch 4 Verbrennungsmotoren erlaubt, sondern nur noch 3 Verbrennungsmotoren. Das bedeutet, die Zuverlässigkeit steht jetzt noch mehr im Fokus. Bei gut 20 Rennen müssen die einzelnen Motoren 7 Renndistanzen überleben. Das bedeutet, Zuverlässigkeit steht ganz oben auf dem Programm. Und das war natürlich zum Beispiel ein Kernpunkt der Teams. Natürlich auch, wie zuverlässig sind die neuen Autos. Das zeigen auch einfach so ein bisschen auf die Kilometerscannen. Mehr wollte ich damit eigentlich nicht ausdrücken. Natürlich, Zuverlässigkeit ist das eine, Schnelligkeit ist das andere. Natürlich fahren die Teams auch dann natürlich nicht komplett unter Volllast. Man nennt das Ganze Sandbagging, das bewusste Verschleiern von Leistung. Das machen die Teams natürlich bewusst. Also man fährt jetzt hier nicht volle Karacho, als wenn man hier in Qualifying in Q3 ist. So richtig, gib Gummi, wir wollen mal wirklich wissen, was da wirklich möglich ist. Man möchte vielmehr bei so einer Testfahrt das Auto verstehen. Pirelli hat auch neue Reifen mitgebracht, komplett neue Reifen. Wir haben den neuen Hypersoft-Reifen, den zum Beispiel Mercedes gar nicht benutzt hat in diesen Testfahrten. Also die haben sich da eher beschränkt zwischen Ultrasoft, Supersoft, Soft und Medium. Dann haben wir noch den neuen harten Reifen, der ist dann blau markiert, eher ein helleres Blau. Also der soll sich schon unterscheiden zum Fullwertreifen und natürlich den komplett neuen Reifen, den super harten Reifen, wo ich einfach jetzt schon sagen würde, diesen Reifen werden wir nicht in der Saison 2018 sehen. Der hätte höchstens hier in Barcelona zum Einsatz kommen können, dann im normalen Rennbetrieb. Aber in Barcelona wurde auch ein neuer Asphalt verlegt. Weswegen auch dieser neue Asphalt der nächste Punkt eigentlich ist, wieso man die Testfahrt auch nicht wirklich für voll nehmen sollte. Neuer Asphalt bedeutet immer auch vielleicht auch weniger Reifenverschleiß. Die Bodenwellen, das hat Lewis Hamilton gesagt, sind hier ein bisschen verschwunden. Hier fehlt der Strecke diesen Kick-Herausforderung, hat Hamilton gesagt. Es ist deutlich einfacher zu fahren hier in Barcelona als in den letzten Jahren. Dann möchte ich eigentlich weiterkommen und zwar zu den schnellsten Runden, die in der zweiten Woche von den einzelnen Fahrern gesetzt worden sind. Dazu eine wunderschöne Grafik, wo wir einfach mal die Fahrer nacheinander sehen. Der schnellste geht ganz oben und der langsamste ganz unten. Hier fällt natürlich wieder auf, Ferrari hat bei den Testfahrten die meisten Bestzeiten markiert. Vettel auf den Hypersoft Reifen mit einer 1.17.1, Raikön direkt dahinter mit einer 1.17.2. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, sind diese Zeiten schon voll ernst zu nehmen? Nein, natürlich nicht. Man sieht zum Beispiel auch Kevin Magnussen zum Beispiel im Haas, der ist auf den Supersoft-Reifen gefahren, eine 1.18.3, ist damit nur 1,2 Sekunden langsamer, obwohl da zwei Reifenmischungen dazwischen liegen. Lewis Hamilton dann im Mercedes auf Ultrasoft eine 1.18.4. Und zum Beispiel die Williams zum Beispiel beide nur mit den Soft-Reifen unterwegs. Also da wurde zum Beispiel gar kein Qualifying One wirklich unternommen, falls man das wirklich Qualifying One nennen kann. Genauso wie auch Max Verstappen, der das auch nicht so wirklich gemacht. Und Robert Kubica ist ja auch noch gefahren hier, werden einige freuen, mit Supersoft-Reifen, einer 19.6. Eigentlich möchte ich auch gar nicht groß auf diese Zeiten wirklich drauf eingehen, denn das ist noch bei weitem nicht am Limit gefahren, ich denke mal nicht, dass wir 1.17.1 hier sehen werden. Wir werden ja vielleicht sogar, dann wenn wir hier im richtigen Qualifying-Modus unterwegs sind, vielleicht sogar die 1.14er Zeit, vielleicht sogar nur die 1.15er Zeit auf jeden Fall am Ende sehen. Auch wenn sie wahrscheinlich nicht mit den Hypersoften fahren, aber ich habe ja gerade gesagt, die Teams verschleiern ein bisschen Leistung. Wie viel Leistung ist auch immer so eine Frage. Man weiß auch einfach nicht, mit wie viel Benzin ist zum Beispiel Sebastian Vettel gefahren. War der deutlich leichter oder deutlich schwerer als ein Kevin Magnussen oder als ein Lewis Hamilton? Deswegen, das ist sowas von nicht aussagekräftig. Der Vettel kann die Rundenzeit ja auch mit vollem Tank gefahren sein, ja. Wenn Magnussen das mit einem halben Tank gefahren ist. Die Spritmenge ist halt einfach ein großer Punkt, was wir als Zuschauer gar nicht wissen. Wer ist wirklich mit wie viel Benzin gefahren? Hat das Setup gepasst? Waren die Reifen wirklich frisch und neu oder waren die doch schon leicht angefahren? Das sind so viele Kleinigkeiten, so viele Variablen, die wir nicht kennen. Und deswegen sage ich euch, streicht am besten gleich diese Bestzeiten aus eurem Gedächtnis.
die haben eigentlich wenig bis gar keine Aussagekraft. Klar, man kann natürlich jetzt schon sagen, so ein bisschen, ja klar, der Ferrari läuft super, aber der Mercedes läuft ja auch super. Und warum läuft der Mercedes eigentlich so gut? Wieso wird der Mercedes eigentlich so hoch momentan gesehen für Australien, so hoch angesiedelt als Top-Favoriten? Das liegt natürlich an den sogenannten Long-Run-Zeiten, die gesetzt worden sind, auch hier in Barcelona. Da war einfach Mercedes eine Welt für sich. Die waren wirklich teilweise über eine halbe Sekunde schneller als die direkte Konkurrenz von Ferrari und Red Bull. Man kann eigentlich schon relativ sicher sagen, Mercedes, Ferrari und Red Bull, das sind die drei Top-Teams. Und dann kommt weit und breit wahrscheinlich wieder nicht so wie letzte Saison. Und dann haben wir ein großes, schönes, großes Mittelfeld dahinter. Ferrari, Vettel und Raikkonen haben hauptsächlich auch gesagt, sie haben ein unruhiges Auto. Ferrari hat ein großes Problem, sie haben einen hohen Benzinverbrauch. Hoher Benzinverbrauch natürlich auch. Man wird immer schneller. Kurve 9, die schneller rechts im zweiten Sektor, hat der Daniel Ricciardo zum Beispiel gesagt, die können sie voll fahren. Und je länger oder je mehr ich Vollgas geben kann, umso höher ist auch mein Benzinverbrauch. Da hat Ferrari offensichtlich ein kleines Problem zur Konkurrenz von Mercedes, weil wenn ich mehr Ballast mitnehmen muss, bin ich langsamer, nicht nur auf eine Runde, sondern über eine Renndistanz natürlich auch. Wenn ich 10 Kilo ungefähr schwerer bin, dann sind das 3 bis 4 Zehntel pro Runde. Und da können wir nochmal ganz kurz auf die schnellen Rundenzeiten nochmal uns dran erinnern. Wenn er zum Beispiel Vettel wirklich mit 90 Kilogramm gefahren ist, dann zieht man da circa 80 Kilogramm ab, zieht sogar 85 Kilogramm ab und macht da einfach mal 3 Zehntel drauf, dann könnte der wirklich noch 2 Sekunden schneller fahren und das nur vom Sprit her. Also Benzinverbrauch ist nach wie vor ein großes Thema, da hat man am Reglement aber nicht dran was verdreht. 105 Kilogramm ist immer noch die maximale Benzinlast, die die Fahrer mitnehmen dürfen. Ansonsten, wie gesagt, Ferrari, unruhiges Auto, gerade in den langsamen Kurven, besonders die Schikane, da muss man irgendwie was finden. Red Bull, das hat man über GPS-Messungen herausgefunden, dass die in den Kurven schneller unterwegs waren als Mercedes und Ferrari. Sprich, die haben ein gutes Aero-Paket, mit gut kombiniert mit einem guten Chassis. Nur die Frage ist halt auch wieder hier besonders, wieder die Leistungsversteigerung, wie viel kann Mercedes wirklich noch aufdrehen, beziehungsweise Ferrari und Red Bull. Es wird ein Dreikampf sein, aufgrund diesen schnelleren Longman-Zeiten, die die Teams halt gefahren sind. Das haben eigentlich alle Teams gemacht. Bei den drei großen Top-Teams hat man sich das halt genau ein bisschen angeguckt. Und da kam halt heraus, Mercedes war eine halbe Sekunde schneller im Renntrim. Man hat auch gesehen, das Thema Blasenbildung bei den Reifen ist auch wieder ein Thema bei den einzelnen Teams. Blasenbildung, Graining genannt. Blasenbildung ist immer nicht immer so schön, macht dich nicht besonders schnell, zerfrisst vielleicht eventuell den Reifen. Und Reifenverschleiß, das wird für 2018 ein ganz großes Thema. Die Reifen werden weicher, das hat Pirelli gesagt. Man möchte weg von diesen Einstopp-Rennen, die wir letzte Saison hatten. Man möchte hin wieder zu klassischen 2- bzw. 3-Stop-Rennen. Und das heißt, die Reifen werden ein großes Thema sein. Beziehungsweise, wer hat das reifenschonendste Auto? Ich glaube, das wird auch ein entscheidender Punkt sein für die drei Top-Teams. Wer von den drei Teams hat das reifenschonendste Fahrzeug? Bei Max Verstappen hat man zum Beispiel bei einem Reifensatz gesehen, nach 10, 15 Runden sah der Reifensatz nicht mehr so gut aus, wie man das zum Beispiel bei einem Kimi Räikkönen oder Sebastian Vettel gesehen hat. Oder auch bei Mercedes. Das wird ein Thema sein, die Reifen, das wird ein ganz großes Thema sein, das sage ich euch jetzt schon mal. Die Reifen 2018, ich möchte jetzt nicht an Saisons zurück erinnern, zum Beispiel wie 2012 China, wo jeder sein eigenes Ding gefahren ist, wo man dann die Reifen wirklich am Leben erhalten lassen musste. Das glaube ich nicht. Aber die Reifen, das wird ein Thema sein. Toto Wolff hat sich zu den Reifen natürlich auch schon geäußert. Man soll nicht mehr große Zeitensprünge feststellen. Zumindest bei den Reifenmischungen ab Supersoft, Soft, Medium.
auch teilweise noch der Ultrasoft, aber der Sprung von Ultrasoft auf Hypersoft soll richtig groß sein. Da wird schon wieder so ein bisschen auch im Fahrerlager gemunkelt, ja, der Hypersoft-Reifen, ist das wirklich nur ein Reifen fürs Qualifying? Und das wird interessant, wenn der Hypersoft-Reifen zum Einsatz kommen wird. Das könnte dann das Qualifying so ein bisschen wieder in die Bahn zurückführen, die wir auch mal gehabt haben, dass einige Teams dann bewusst nicht in Q3 fahren wollen, beziehungsweise nicht ins Q3 wollen, sondern die freie Reifenwahl dann haben möchten für den Rennstart. Und können sich dann die Top-Teams erlauben, auf den härteren Reifen zu fahren, denn der Hypersoft soll teilweise über eine Sekunde schneller sein als der Supersoft-Reifen. Bei Williams zum Beispiel, da hat man zum Beispiel keine wirklichen Leistungssprünge gesehen, denn der einzelnen Reifen, jetzt rede ich wieder von Supersoft, Soft und Medium-Reifen, da redet man teilweise von 2 bis 3 Zehntelsekunden, also es ist fast gar nichts. Und mal schauen, also die Reifen sind ein ganz großes Fragezeichen, ich wiederhole mich jetzt ein bisschen, ein ganz großes Fragezeichen. Die drei Top-Teams habe ich, glaube ich, jetzt ein bisschen ausführlich behandelt. Wie sieht es jetzt eigentlich bei dem großen Mittelfeld aus? Das ist die große Frage. Wer ist wirklich die vierte Kraft? Ist es wieder Force India? Was ist mit McLaren? Ist Toro Rosso das Schlusslicht in dieser Saison? Wegen dem Honda-Motor? Wegen dem neuen Fahrer? Wusch geht Williams? Ja, was macht Sauber mit dem aktuellen Ferrari-Motoren wieder? Viele, viele Fragen. Wusch geht Renault? Wusch geht Haas? Und das ist eigentlich noch um einiges schwerer zu sagen, als wirklich zu sagen. Also ich bin momentan der Ansicht, Mercedes ist der Favorit, auch in Australien. Und dann kommt schon Red Bull und Ferrari auf einer Höhe. Vielleicht Red Bull mit einem Ticken voraus. Also ich denke mal, in Australien Qualifying, das wird entscheidend sein. Lewis Hamilton hat auch schon gesagt, der Qualifying-Modus bei denen macht wieder sehr, sehr viel Spaß. Auch da geht man wieder von den extra mehr PS aus, die Mercedes da freigeben kann. Das bedeutet, hat Mercedes wieder die Trümpfe in der Hand für 2018 und verliert Ferrari den Anschluss, den sie ja 2017 eigentlich hatten. Und was kann wirklich Red Bull reißen mit Max Verstappen und Daniel Ricciardo? Für Daniel Ricciardo ist es auch so ein bisschen eine Entscheidungssaison, ob er noch länger bei Red Bull bleiben möchte oder nicht. Auch für Bottas ist es wieder eine Saison, da geht es auch wieder nur um eine Vertragsverlängerung. Jetzt aber wirklich zum Mittelfeld-Team. Was soll ich da groß sagen? Also, wen sehe ich momentan als vierte Kraft? Man hat ganz groß eigentlich auf der Rechnung das Team Haas. Haas hat sehr früh in 2017 die Entwicklung abgebrochen und sich auf 2018 fokussiert, weswegen man da auch wirklich erwarten könnte, dass sie die vierte Kraft sein könnten. Renault möchte ich nicht so ganz abschreiben, denn die haben eine gute Fahrerkombi. Der Wagen lief jetzt auch nicht so verkehrt. Und dann haben wir noch einen McLaren mit Fernando Alonso. Dann haben wir noch die Wundertüte Toro Rosso. Auch den beiden ist durchaus was zuzutrauen. Wo ich ein bisschen vorsichtig sein möchte, ist so ein bisschen mit Williams und Force India. Weil von denen habe ich jetzt nicht so viele Informationen sammeln können, wo die wirklich stehen. Ist auch so ein bisschen das Problem. Force India hat nicht viele Kilometer abgespult. Force India ist für mich so ein Team, die müssten sich eigentlich wieder mehr nach hinten orientieren. Die müssten schauen, dass sie nicht überholt werden von Renault, von McLaren, von Haas. Das ist durchaus möglich in dieser Saison. Da muss sich dann auch noch der Ocon mal wieder ein bisschen schrecken und auch der Perez wieder ein bisschen schrecken. Hat aber irgendein Mittelfeldteam überhaupt eine Chance auf dem Podium? Wenn ich da jetzt einfach mal an 2017 zurückdenke. Es war immer nur Mercedes, Ferrari und Red Bull auf dem Podium in 2017, außer in Baku. Da stand ein Williams-Pilot da oben drauf. Also wenn es wirklich ein Chaos-Rennen wird, dann wird es interessant. Dann haben die Mittelfeldteams auf jeden Fall eine Chance. Aber wer das Podium dort abgreifen wird, möchte ich nicht wirklich sagen. Also bei den Mittelfeldteams halte ich mich bewusst zurück. Also wenn ich jetzt sagen müsste, wer ist wirklich vierte Kraft? Ich würde Haas nehmen,
Ich würde aber auch Renault nehmen. Ich würde aber auch McLaren sagen. Auch Sauber kann die vierte Kraft werden. Man weiß es nicht. Man muss wirklich abwarten. Man muss wirklich abwarten. Also deswegen, ich interpretiere auch nicht so wirklich viel aus diesen Testfahrten. Weil Testfahrten sind Testfahrten. Wir kennen das Programm der Teams nicht. Wir kennen die Setups nicht. Wie gut funktioniert das wirklich, das Setup? Ja. Was testen die wirklich? Geht es um die schnelle Runde? Geht es um einen Renntrim? Geht es um das Verständnis der Reifen? Geht es nur um einzelne Daten zu sammeln und so weiter und so fort? Und das wissen wir einfach nicht. Deswegen eher die Frage an euch: Freut ihr euch auf den Saisonauftakt in Australien? Ich möchte nur noch dabei erinnern, es sind auch neue Startzeiten: 15.10 Uhr europäischer Zeit. In Australien ist das Rennen relativ spät am Abend, 17.10 Uhr fahren die. Das bedeutet, bei uns beginnt das Rennen um 7.10 Uhr, das bedeutet wieder mal früh aufstehen. Ja, die freien Trainings, die finden, glaube ich, um 2 und um 6 Uhr statt. Das Qualifying ist dann um 7 Uhr. Das sind die Zeiten für Australien. Ansonsten bin ich eigentlich soweit durch mit den Testfahrten. Jetzt ist natürlich die große Frage noch an euch. Hat euch das Video gefallen oder nicht? Könnt ihr mir gerne natürlich in die Kommentare posten. Nee, meine Frage an euch ist eigentlich eine ganz andere. Wen seht ihr ganz vorne? Ich glaube, da müssen wir nicht groß diskutieren, dass Mercedes, Ferrari und Red Bull da vorne da drin sein werden. Da ist man sich relativ sicher. Meine Frage ist, wen seht ihr eher als vierte, fünfte und sechste Kraft in dieser Saison? Das finde ich, glaube ich, das finde ich viel interessanter als vorne den Kampf, muss ich echt sagen. Wie gesagt, ich tippe Haas vierte Kraft, Renault fünfte Kraft, sechste Kraft Force India und dann wird es immer und immer schwerer. Ja, dann wird es wirklich immer schwerer. Ansonsten hätte ich jetzt noch gute 3 Minuten. Was könnte ich euch sonst noch sagen? Ich habe euch die neuen Reifen vorgestellt. Eine Rennvorschau wird es auch geben. Die wird es auf jeden Fall geben, die Rennvorschau, das habe ich auf jeden Fall vor. Und zwar, die wird Freitag, ich glaube, die bringe ich Freitagmorgen, wenn ich es noch gerade so gebacken bekomme, wenn dann Donnerstagabend, wo noch kein freies Training war, das wird dann sehr interessant werden, glaube ich, dass ich dann da vor mir erzählen darf. Die Teams haben auch schon die Reifen ausgesucht für Australien. Bin mal gespannt, für was sie sich entschieden haben. Gehen wir davon aus, dass die meisten Teams sich eher wieder mal daran orientiert haben, weicher zu gehen. Vielleicht sehen wir auch große Sprünge, weil die Reifen für Australien wurden eigentlich ausgewählt. Da hatten die Fahrer noch nicht wirklich große Tests mit den Reifen machen können. Deswegen, es wird so höchst interessant werden mit den Reifen. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich wirklich richtig drauf. Also ich freue mich richtig auf diesen Saisonauftakt. Ich hoffe, ihr auch. Ansonsten. Ich bin gerade überlegen, habe ich eigentlich alles abgearbeitet? Auch Lewis Hamilton sieht klar Haas auf dem Vormarsch. Das hat er bekannt gegeben und ja, man muss aufpassen. Also die Mittelfeldteams müssen auf jeden Fall aufpassen. Da ist jeder Punkt eigentlich wichtig. Wirklich jeder Punkt. Wie gesagt, eure Meinung würde mich mal gerne interessieren. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann auch schon relativ bald wieder. Und zwar zur Rennvorschau. Die Rennvorschau ist einfach das nächste, was kommen wird. Wie gesagt, ihr könnt das gerne Video bewerten, wie ihr das gerne möchtet. Mit einem Daumen nach oben, mit einem Daumen nach unten. Mit Kommentar, was euch gerade auf der Seele quasi brennt. Das war's von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche. Auf einen guten Saisonauftakt auf ein richtig geiles Rennen. Das ist das Wichtigste, was ich mir so ein bisschen hoffe. Deswegen sage ich, mach's gut, haut da rein und tschüss.